Wir befinden uns hier jetzt nun auf einem in den grünen Bestand gesäten Sojabohnenbestand. Die Sojabohnen keimen bereits, Keimlinge sind schon sichtbar. Durchgeführt wurde diese Aussaat im Planting Green Verfahren. Also eben man plantet, also man setzt die Sojabohnen in den grünen Bestand. Der Grünschnittrocken, der hier stand als Zwischenfrucht, wurde im Anschluss mit einer Walze bodennah gebracht und wurde im Anschluss mit einem Herbizid behandelt, um ihn quasi dadurch aus dem System zu nehmen. Dieses System geht aber auch ohne Herbizide, wenn man die Blüte des Roggens abwartet und den Roggen da mit einer Quetschwalze, einem sogenannten Crimper, mehrfach verletzt und dadurch die Pflanzen eingehen. Man muss aber die Blüte abwarten, was in manchen Gebieten einfach aufgrund der verspäteten Aussaat der Minz dann irgendwann nicht mehr möglich ist. Aber durch dieses Verfahren selbst stellen wir eine sehr gute Bodenbedeckung dar, eine Mulchschicht, wie man schon sagt, die Unkräuter am Keimen hindert und den Boden perfekt gegen Erosion, Hitze und andere Einflüsse durch das Wetter gut abschirmt und die Sojabohnen somit konkurrenzfrei gen Himmel wachsen können.